Inselanteil wechselt Besitzer. Oh ja. Was für heftige Dividenden wir haben, ne? 20.000. Ja. Gönn dir mal, wie viele Ölplattformen da unten rumschwirren. A few. Mieses Brett. Das ist lustig, wenn du auf diese Insel gehst, wo die Tech sind, dann kommt noch so eine Tech-Musik. Die sieht die halt richtig cool und richtig future-mäßig. Warnung. Produktion gestoppt. Ach stimmt, der nimmt den Stahl von hier ja immer mit. Ich dachte gerade so, hä, wieso ist hier kein Stahl mehr drauf? Hab doch erst was hingebracht, aber. I see. Ich hab mit dem Stahl, Alter. So. So, mal gucken. Soll wohl gut gehen. Wenn nicht, dann nicht. Oh, 700.000 Eisenerz haben wir auf der einen Insel. Ja. Stimmt, die Konverter arbeiten jetzt ja auch doppelt, ne? Ja, dann kann ich da ja wieder welche von abreißen. Und da andere stattdessen hinbauen. Theoretisch möglich, ja. Doch. Ja, dann reiße ich da jetzt erstmal wieder so 4, 5 von ab. Oh, jetzt habe ich aber Material verschwendet. Shit happens. Was wollen wir da denn haben? Ich weiß gerade nicht. Kupfer, Gold. Alles möglich. Was brauchen wir denn jetzt überhaupt demnächst? Gold, oder? Ja, Gold brauchen wir ganz dringend. Baue ich jetzt 4, 5 mal einfach Gold oder 4 mal. Gebäudeauswahl vergrößert. Registriere Energieknappheit. Ja, halt doch die Fresse. Aha. Was machst du nur gerade? Die Hauptstadt ausbauen? Nee. Nö, Tech. Hm. Ach, die haben auch eher so ein Dings da. Martin, wir haben jetzt gerade die neuen Item-Slots freigeschaltet, ne? Bedarf an Gemeinschaftszentren. Auf jeder Insel können wir jetzt 2 Slots mehr. Du hast da Leute ohne Dings da, ne? Oh ja. Da fehlt Straße. So. Das ist ja top. Kannst du überall gleich reinpacken, die Dinger, ne?
Also Spiritosen nimmt sie in jeden Fall rein hier. Zack, zack. Energieversorgung mangelhaft. Alter, ich hab gerade voll die krasse Musik hier am Start. Wo bist du denn gerade? Überall. Ist so krasse Musik gerade. Was heißt denn krass für dich gerade? Ja, so anders als sonst. So ein bisschen freaky. So zukunftsmäßig? Ja, so, keine Ahnung. Also wenn es zukunftsmäßig ist, dann kommst du in den Text, weil wenn du den Text ausbaust, dann kriegst du so eine Zukunftsmusik. Ja, das kann gut sein. Die klingt richtig cool, wenn das die ist, die ich meine. Die ja, ist richtig. Ist ganz nice. Wir müssen das gleich mal mit dem Verlagern machen von den Waren, ne? Also die Hauptinsel und Verteilerinsel meine ich, ne? Mhm. Ich habe hier sogar Material aufgrund meiner epischen Verteiler-Dings da. LOL, Martin! Mhm. Unsere Dividende auf unserer Bauzelleninsel pro Dividendenplatz 1900 plus. Auf unserer Verteilerinsel. Nee, das sind alle 5 zusammen. Sicher? Ja, 100 pro. Nein, das kann nicht. Guck bei den anderen, Inseln. Da ist eine Dividende von 800. Nee, stimmt. Lol. Ja gut, was sich da alles dazu gebaut hat, ne? Da stehen 2 Atomkraftwerke, eine Riesenproduktion hier. Ich glaube, weil da auch viele Waren in Dings drin sind und sowas, ne? Dass einfach viele Waren drin gelagert sind eben auf der Insel und so. Ja. Sie benötigen etwas? Dann bringen die Firma sorgt für alle. Warnung. Produktion gestoppt. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier. Ja. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Ja, die Organisation dankt. Zeit totschlagen kann ich woanders auch. Oh, wir haben Einfluss verloren. Game over. Wir haben gleich die Mille geknackt, Martin. Ja. Easy. Metallkonverter Platin. Ja, wofür brauchen wir das Gold überhaupt? Für unsere Tycoons? Ja, für Tycoons. Ja. Goldschmelze. Wo sind Diamanten? Auch unterirdisch? Yep. Ey, das ist ja richtig hässlich, das Teil. Soll ich dir sagen, was richtig hässlich ist? Du. Guck dir bei den Text die Bionic-Anzüge an, bei den Genies. Das ist hässlich. Bei den Tags. Bionic-Anzüge. Also Lithium, Platin, Oxidationsanlage. Ah, da brauchen wir sogar Tycoon-Executives und Eco-Executives für. Ist richtig. Der ist so nett. Was ist so ein Anzug wert? Einiges. Ich glaube auch. So. Just saying, Bro, ne? Soll ich die Goldschmelzen und so auch hier drauf bauen? Alles da drauf klatschen, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Das ist wahrscheinlich 1 Million, ja. So Martin, wollen wir jetzt auf unserer Hauptinsel die Projekt Megacity richtig anfangen?
Ja, ich baue gerade die Goldproduktion. Dann brauchen wir echt ein paar Baumaterialien auf der Insel. Denn dieses Tech-Monument, das kostet 250 Tonnen Bauzellen, 150 Tonnen Werkzeuge und noch ein bisschen was anderes Shit. Ja, ich werde jetzt einfach mit meinem Containerschiff rüberfahren. Ordentlich was da abholen und das drüben wieder ausladen. Wie viel maximal Tonnen? 560, das reicht. Und da muss noch natürlich gebaut werden, ne? Ist klar. Ja, das machst du ja, ne? Ja. Hä, dann kann man die doch theoretisch ganz einfach in Reihen bauen, oder? Registriere Bewegung auf Anteilsmarkt. Ja, natürlich. Crazy shit. Was? Wo sind die ganzen Materialien auf einmal hin? Welche? Hast du die gerade schon genommen? Ja, ich habe gerade welche genommen. Ich wollte gerade sagen, Alter. Und auch die Route hat gerade zugeschlagen. Ich dachte gerade so, was? Wo sind die alle hin? Alter, wie viel Erfolg ich einfach krieg, ne? 10.000 ist die Bevölkerung. So. Ach ja, hier wollte ich jetzt noch die Diamanten-Scheiße bauen, ne? Weißt du, wie viele Diamantendinger man braucht und wie groß sie sind und so? Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist so eine kleine Kackproduktion. Ich hasse diese Mini-Dinger, ey. Jetzt fängt das Projekt Megacity richtig an, Martin, ne? Jetzt haben wir fast den Grundstock gelegt. Ich würde sagen, bevor wir richtig anfangen, müssen wir erstmal die Verteilerinsel erklären, ey. Ja. Auf jeden Fall. Mach zwischendurch ein paar kurze Cuts, Martin, ne? Hab ich ganz vergessen. Wegen Synchronität. Spiel gespeichert. Ja, hab ich komplett vergessen bis jetzt. Hab ich auch zwischendurch einfach nicht gemacht, ist egal, passt. Ja, ist ja auch gerade nicht so wichtig, oder, die Synchronität? Ja, aber schon zwischendurch machen, ne? Das ist besser. Weil sonst klickst du und dann hört man den Klick und dann, Wieso bei mir hört man die nicht? Ja, oder trotzdem mal sowas in der Richtung. Sorry, aber bei mir hört man so eine Scheiße wie deine Klicks nicht. Okay, man hört deine Klicks schon, aber die stören mich ja nicht, ne? Ja. Achtung, Produktionsstillstand. Willst du mich trollen? Du Homo! Mal Diamant. Ich habe keine Ahnung. Guck mal nach, in welchem Verhältnis man Diamant zu Goldbarren braucht. Mhm. Also für Juwelier, ne? Was hast du nachgeguckt? Gib einfach Juwelier ein, Anno. Und dann bist du das Anotopia, war das, glaube ich. Da stand das eigentlich ganz schön drauf. Okay, ja, habe ich. Also vorne steht die Anzahl, ne? Ja. Okay, also die Goldmine. Also da hast du den Konverter, ne? Ja. Na, okay, muss ich noch sagen. Ja, ich will nur die Goldbarren wissen. Achso, die Goldbarren. Also, einmal Goldmine, einmal Kohle und einmal Diamant sind einmal Goldbarren. Ah, genau. Einmal Diamant und einmal Goldbarren auf einmal den Juwelier. Also alles einmal.
Ja. Okay, das ist ja einfach. Oder nee, warte mal, warte. Ja, sieht so aus. Das ist ja einfach, okay. So. Ich glaube, ich baue mal ein paar Kohleminen jetzt hier, ne? Ist das ein geiler Spruch? Hier steht drunter: Wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, hätten sie anstatt den Apfel die Schlange gegessen und wären immer noch im Paradies. Toll. Oh Mann. So, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Grammatikalische Fehler. So. Oh Gott, ich habe keinen Beton mehr. How bad is this shit?